Und da wären wir auch schon wieder. Eine Sache, die mir aufgefallen ist: Wir haben in den letzten Folgen ziemlich viele Aliens gekillt. Und das ist ja auch schön und gut. Wir haben allerdings nicht so wirklich viel an unserer Basis rumgebaut. Also, wir haben überall noch Fließbänder rumstehen. Wir haben keine Fabriken gebaut für Lila-Tränke. Wir haben keine Fabriken gebaut für Solaranlagen und so weiter und so weiter. Ich denke, das sollten wir jetzt mal nachholen. Das heißt, was wäre denn am wichtigsten? Fließbänder sind nicht wichtig. Grüne Chips. Wie schaut's aus mit Kupferdraht? Ist vorhanden, hält sich allerdings stabil. Brauchen wir mehr grüne Chips? Nö, gerade nicht. Brauchen wir mehr rote Chips? Nö, gerade nicht. Brauchen wir mehr blaue Chips? Nö, gerade nicht. Wir brauchen wirklich nur Fabriken für die Lila-Tränke. Und warum Fabriken für die Lila-Tränke, fragt ihr euch? Zum einen, damit meine Quee-Quee, also meine Warteschlange unten, immer schön frei bleibt. Und zum anderen kann ich da diese schönen Module reinhauen. Wow. Okay, wir brauchen vielleicht doch ein paar andere Chips. Also rote Chips. Ich habe ganz vergessen, wie schweineteuer diese Tech-3-Module sind, die wir ja auch für die Power Armor MK2 brauchen. Ja, okay. Also das Ding will ich einbauen in die Fabrik für die Lila-Tränke, damit wir ab und an extra Lila-Tränke bekommen. So kriegen wir mehr Bang für unseren Buck, wie das so schön heißt. Das heißt, eine schnelle Fabrik hätte ich gerne, nachdem das da alles durchgerattert ist. Und das dauert ewig. Also bräuchte man eigentlich noch Fabriken für Tech-1-Module, Tech-2-Module, Tech-3-Module und das für alle drei Farben? Wow. Also ich glaube, das gebe ich mir hier im Vanilla-Spiel nicht unbedingt. Aber in unserem zweiten Playthrough könnte man das machen. Ja, also ich warte jetzt, bis das durchgerattert ist. Währenddessen gucke ich, was noch so im System fehlt. Stahl ist da. Normale Ärmchen sind da. Die Ärmchen hier. Genau die Jungs. Oh, hast du nicht genug? Ah. Das ist noch ein Fehler, der mir in einem neuen Spiel nicht mehr passieren wird. Ich werde von vornherein das immer so einstellen, dass genug hier angefordert werden. Sonst haben wir das 10er-Problem wieder. Das 10er-Problem ist doof. Das heißt, jetzt müssten eigentlich ein paar Roboter angeflogen kommen und das hier zuspammen mit Eisenplatten. Dass das Ding durchgehend arbeitet. Das ist doof. Wollen wir das Ganze jetzt abreißen und neu umbauen? Weiß ja nicht. Grüne Ärmchen sind ja auch eigentlich da. Warum? Achso, die sind nur zu langsam. Da kann ich doch aushelfen. Theoretisch. Mit noch mehr schnellen Fabriken. Was fehlt da? Plastik? Ernsthaft? Okay, Jungs, ich bräuchte Plastik. Ich klaue mir das mal aus den Logistikkisten. Dann müsst ihr nicht losfliegen. Oder wir haben kein Plastik. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Ist schon das dritte oder vierte Mal, dass wir ein Plastikproblem haben? Oder bilde ich mir das nur wieder ein? Ja, haben wir nur 50 Vorräte. Ich guck mal nach oben. Also ich habe mich ja nicht wirklich darum gekümmert, dass wir ein neues Öl bekommen. Ah, sehr schön. Jetzt Tech Armor 2. So. Ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert, dass wir neues Öl bekommen. Was vielleicht nicht so die beste Idee meines Lebens war. Und hier ist jede Menge Plastik. Das kommt mal bitte in mein Inventar. So, was fehlt noch? Blaue Fabriken brauchen normale Fabriken brauchen das da. Wo ist da jetzt der Haken? Eisenplatten fehlen. Okay. Gib mir bitte 200 Eisenplatten. Und da sind die Fabriken. Gut. Also 1, 2, 3, 4. Ich glaube auch noch eine. 5 gelbe Fabriken. Genau. Gib mir Zeug. Gib mir ganz viel Zeug. Dankeschön. So, und ihr werdet gleich schneller gemacht. Wofür war die fünfte Fabrik? Die Dinger hier sind schon schnell. Ah, genau, für das eigentlich Wichtige, nämlich die Lila-Tränke. Hier unten ist die Kiste, dann baue ich die Fabrik, glaube ich, einfach mal hier hin.
Geht zwar nicht mittig, aber was soll's. Das heißt, wir brauchen... Können wir bringen einfach genau hier hinnehmen, dass es sofort rübergetragen wird. Ja, ich glaube, das macht sogar relativ gut Sinn. Du da. Warum sind die... Ah, okay. Ich muss irgendwann auf den Knopf gekommen sein. Also du nimm da raus, tu da rein. Komm schon. Ich will die Fabrik jetzt hinlegen. Und danach bräuchte ich theoretisch ja noch Requester-Chests. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche nur eine Kiste. Eine stinknormale Kiste. Haben wir eine stinknormale Kiste? Das ist eine Storage-Chest. Oh, ich habe keine stinknormale Kiste, also kommt das auch noch auf die Liste. Hier, nimm eine Steel-Chest. Naja, genau deswegen im nächsten Playthrough unbedingt für alles, aber auch wirklich alles Fabriken bauen, die es automatisch herstellen. Weil dieses Ultra-High-Tech-Zeug mit dem Spielercrafting herzustellen, das ist einfach viel zu nervig. Und wir brauchen viel mehr Roboports. Hier, Jungs. Irgendwo wird was zerstört, ist egal. Hier, ladet euch da auf. Oh, wirklich zerstört. Erz 2. Doofes Erz 2. Aber na gut, habe ich was zu tun, während ich warte, bis das alles fertig ist. Hier durch. Dann zu. Nicht vom Zug überfahren werden. Sehr gut. Mist. Die haben die eine Schwachstelle ausgelotet. Und sie greifen übrigens wirklich keine Kisten an. Also falls ihr gerne cheaten möchtet, das ist der Weg dazu. Das kommt also weg. Und jetzt bauen wir hier die Mauer hin, weil dadurch haben sie angegriffen. Deswegen kamen sie überhaupt erst an die Türme da ran. Das wird hier ähnlich... Oh, Zug. Das wird hier ähnlich sein. Also eigentlich müssten hier noch Mauern hin. Du. Ich habe noch mehr für meine Warteliste. Gott verdammt. Oh, wo werden wir jetzt angegriffen? Unten links, da dürfte aber nichts passieren. Ne, ist alles gut. So, Kupfer, staust du dich inzwischen? Nö. Nö, nö, nö. Also die Bahnen sind echt super. Für mich jetzt Overkill, weil ich hier ganz locker Fließbänder oder Roboter hätte benutzen können. Aber generell, wenn man so ein richtig langes Spiel hat, mit weit entfernten Basen, sind die Bahnen einfach unschlagbar. Im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt keine Alternative. Ich denke nicht, dass ich eine, keine Ahnung, 3 Kilometer lange Fließbandlinie haben möchte, wo dann andauernd Biter ankommen, die da die Hälfte von wegnagen. Ja, okay, also es wurde ein Turm zerstört. Habe ich noch einen Laserturm über? Nö. Oh. Warum hast du eine Electricity-Anzeige, wenn du zerstört wurdest? Das ist ja sehr komisch. Du kannst erstmal weg, du bist schon leer. Na gut, du musst halt mit einem Turm weniger auskommen. Sei es drum. Ich will jetzt mal eine Fabrik aufstellen. Oh. Ja. Und zwar die lila Tränkefabrik. Da, da, da. Wir werden wieder angegriffen. Von oben? Das ist neu. Also von direkt oben. 6 Türme schießen, nichts wurde zerstört. Ja, sehr gut. Es macht Strom. Strom ist super. Bau bitte hier die Fabrik hin. Bam. Sieht hässlich aus, aber ist halt so. Oh, und wir hatten doch schon Kisten. Du da tust da rein. In die Kiste kommen jetzt die Alien-Artefakte rein, die die über sind. Hm? Die wir nicht brauchen für die gewisse Rüstung. Da. Lila Tränke. So, und du bekommst jetzt Produktionsmodul. Warte mal. Plus 60% Energieverbrauch. Gibt es da auch einen Max? Ich sehe keinen Max dafür. Bam. Wie viel Strom verbrauchst du jetzt? 714 Kilowatt. Okay, testen wir mal. Es füllt sich schnell. Schätzungsweise kommen wir auf 20%.
Also bei jedem fünften Alien-Artefakt kriegen wir ein 10er-Pack Science-Packs extra. Das ist vollkommen okay. Dauert nur halt ewig wegen den ganzen Modulen, weil die Geschwindigkeit jeweils um 15% reduzieren und irre viel Strom, aber na gut. Das waren jetzt aber 10 Packs, oder? Moment mal. Arm weg mit dir. Ich hätte schwören können, das wären eben gerade nur 10 gewesen. Nur 8 gewesen. Flop. Ne, 10. Okay, kannst du denn? Du, da, da. Wo zur Hölle wollt ihr alle hin? Achso, eine Bahn ist angekommen. Das gucken wir uns doch mal live an. Hui. Gott, ich kenne durch den Robotern laufen. Hammergeil. Wie viele Roboter haben wir? 642 und alle sind in Betrieb gerade. Und wir brauchen viel mehr Roboports. Sind alle auf dem Aufladen. Und Akkus alle. Ja. Also eine Fabrikanlage für Solarpanels wäre echt eine schicke Sache. Weil wir brauchen so viel Zeit durch das Aufladen der Roboter, weil die nicht überall Roboports haben. Ist nicht so schön. So, du bekommst jetzt. So. Die Dinger. Wir wollten noch Fabriken ersetzen. Du kannst erstmal abgebrochen werden. Fabriken ersetzen, und zwar hier die Blauflaschenfabrik. Genau. Bam, 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 bam. Sehr gut. Ihr müsstet ja alles haben, theoretisch. Wirklich alles. Ihr seid durchgehend am Werkeln. Alles gut. Speed-Modul, nö. Und ich will jetzt auch keine anderen Module bauen. Ich will jetzt nur die Module bauen, die wir brauchen für die MK2-Rüstung. Also, dich zum Beispiel. Boah. Okay. Was haben die Roboter gerade gemacht? Wahrscheinlich mit irgendwas befüllt. Ist okay. Was sagt unser Vorrat? Unser Vorrat sagt, rote und blaue Chips gehen runter. Ist okay. Draht. Ich sehe keinen Kupferdraht. Doch, 25. Ja gut, das ist zu wenig. Und dich haben wir noch gar nicht angeschlossen. Du, tu da rein, nimm da raus. Stell bitte Kupferdraht her. Sehr gut, jetzt haben wir 6 große Fabriken, die alle nur Kupferdraht herstellen. Oh, und du bist irgendwie falsch. So, jetzt alles richtig? Schaut so aus, okay. Strom? Strom ist okay. Ah, wird gleich wieder... Warum sind die Steam Engines gerade so runtergegangen? Oh, apropos Steam Engines. Da ist schon seit längerer Zeit ein Fehler, auf den schon öfters aufmerksam gemacht wurde. Das habe ich hier vergessen, unten Boiler reinzusetzen. Das ist ein dezentes Problem, ja. Vor allem, wie die Dinger hier versuchen, Kohle reinzuquetschen. Das Rohr ist recht putzig. Also Boiler. Da. Nein. Nein, hier. 1, 2, 3, 4. Das Hightech-Zeug mal kurz weg. Da, 4 Stück. Okay. Bam, 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 bam. So, noch mehr Strom. Sehr gut. Hightech-Zeug wieder an. War doch dasselbe wie vorhin, oder? Keine Ahnung. Was brauchst du jetzt genau? Ja, gut, du brauchst gar keine rosa Dinger. Das ist gut zu wissen. Also 5 blaue, 5 grüne. Tech 3 Bastards-Dinger. Ganz ruhig, das kriegen wir alles hin. Warte mal. Tee. Die Chips selber, die Hightech-Dinger, die brauchen ein Alien-Artefakt. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mindestens einmal raus jagen, weil ich habe jetzt schon zu wenige.
Also wenig für die Rüstung selber und zu wenig für die Module.